die Ostsee. Die Reise geht weiter durch Estland. Ich bin in Permu, in einem Eisenbahnmuseum, bei einem früheren Gefängnis, finde einen schönen Stellplatz in einem Nationalpark. Hallo liebe Zuschauer, ich verlasse gerade Lettland und fahre nach Estland und damit beginnt ein neues Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Vielleicht habt ihr meine Reise ja schon verfolgt. Ich bin über Polen, Litauen, Lettland und jetzt Estland unterwegs. Dann geht es noch über Finnland und Schweden, also rund um die Ostsee. Wäre mich meinem ersten Ziel. 3,5 Kilometer sind es noch. Der Ort heißt Permu. Dort habe ich mir einen Parkplatz ausgesucht, wo ich mit dem Wohnmobil stehen kann. Ich habe mein erstes Ziel in Estland erreicht. Nicht nur, weil die Distanz hierhin passte und nicht nur, weil es auf meinem Weg lag. Laut dem Reiseführer ist es eine interessante, sehenswerte Stadt. Das alles werde ich mir gleich anschauen. Ich hatte gehofft, der Regen hört auf, der mich seit Riga begleitet. Aber scheint nicht so. Dennoch, gleich geht's los und ihr seid dabei. Ich stehe hier an dieser Brücke. Jetzt rollt natürlich der Verkehr. Es ist kurz vor 8. Drüben ist Perna, die Stadt. Die schauen wir uns jetzt mal kurz an. Von meinem Übernachtungsplatz brauche ich nur über diese Brücke zu gehen. Dieser moderne Bau ist ein Theater. Ansonsten ist Pärnu bekannt für seine in Pastellfarben gestrichenen Häuser. Diese stehen auch hier in der Fußgängerzone. Wegen dem großen Strand in Permu wird die Gegend auch die Badewanne Estlands genannt, was mir aber bei dem Regen gestern eher als die Dusche Estlands vorkam. Durch dieses historische Tor gehe ich dann wieder zum Wohnmobil. Nun bin ich auf dem Weg nach Hapsalu. Das ist ein Kurort an der Ostsee. Es gibt dort auch eine Burg und ein Eisenbahnmuseum. Ich habe Glück und finde einen zentralen Parkplatz. Direkt hinter mir ist diese große Burganlage und genau da gehe ich jetzt mit euch hin. Ja, schauen wir mal, da sehe ich ein offenes Tor. Das ist der erste Blick in das Burggelände. Dort geht man im wahrsten Sinne des Wortes die Wände hoch. Der Eintritt kostet dort 12 Euro, inklusive einen Museumsbesuch. Da ich da jetzt nicht so drauf fixiert bin, muss ich hier leider abbrechen an dieser Stelle und schaue mir noch was von außen an. Auf jeden Fall eine sehr große Anlage. Vorbei an älteren, ursprünglichen Häusern gehe ich durch Hapsalu. Nun nähern wir uns der Ostsee. Das ist die Promenade hier.
Peter Tschaikowski, habt ihr doch bestimmt schon mal gehört. Der hat hier lange Jahre gelebt und an diesem Platz hier hat er gerne gesessen und sich den Sonnenaufgang angeschaut. Ja, da bin ich zur falschen Uhrzeit hier. Das ist die Railway-Station, ein Museum dieser Tage. Es kostet hier keinen Eintritt, alles frei zugänglich. Hier stehen nicht nur alte Lokomotiven im Museum, der ganze alte Bahnhof ist ein Museum. Schaut euch das mal an. Großartige Sache, dieses Gelände frei zugänglich. Das lohnt sich allemal hier hinzukommen. Ich verlasse Absalo wieder, ein Ort, der mir sehr gut gefallen hat. Das nächste Ziel ist im Navi bereits eingegeben. Romu. Der eine oder andere wird es schon mal gehört haben. Das ist dieses ehemalige Gefängnis, was im Wasser steht. Hier wurde früher Kalkstein abgebaut. Abgebaut wurde dieser Kalkstein unter schwierigsten Bedingungen von Gefangenen, die in diesem Gefängnis inhaftiert waren. Dann wurden auch die Pumpen abgestellt und das Grundwasser holte sich das Territorium zurück. Daher steht dieses Gebäude heute unter Wasser. Das hier ist alles frei begehbar. Und das werde ich jetzt mal auskosten. Und ihr seid dabei. Ja, einen gut präparierten Weg dürft ihr hier nicht erwarten. Ja, mal schauen, wie weit ich hier hochkomme. Das war anstrengend, das kann ich euch sagen. Aber jetzt bin ich oben. Es muss hier auch einen bequemeren Abgang oder Aufgang geben. Den werde ich jetzt mal suchen. Ich fühle mich richtig wohl hier, Leute. Möchte ja gar nicht mehr weg. Verlassen wir wieder diesen besonderen Ort. Gibt nicht viele Vergleichbare. Und ich kenne keinen. Es geht jetzt weiter für mich Richtung Nationalpark La Hema. Direkt an der Ostsee gelegen. Es sind 130 Kilometer Fahrt. Wenn ich dann da bin, melde ich mich wieder bei euch.
Das sind die letzten Meter der Anfahrt zum Parkplatz, den ich mir vorher ausgesucht habe. Dieser liegt direkt an der Ostsee in Vösel. Dort habe ich gestanden diese Nacht und wunderbar geschlafen. Es war absolut nichts los auf diesem Parkplatz. Und direkt neben diesem Parkplatz geht dieser Weg hinein. Und der führt hier in Richtung Ostsee. Da taucht direkt diese Strandbude auf, was auch ganz gemütlich aussieht. Und ein paar Schritte weiter ist man direkt an der See. Einen Strandzugang gibt es da 100 Meter weiter da hinten rüber, am anderen Ende des Parkplatzes sozusagen. Ich gehe mal nicht am Strand entlang, sondern nutze diesen Weg in zweiter Reihe hier. Hier ist auch ein kleiner Spielplatz angelegt. Ja, und hier ist die Stelle, wo man gut ins Wasser gehen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr flach hier. Und dort seht ihr den Parkplatz. Groß genug, finde ich. Wohnwagen sind hier verboten, Wohnmobile werden akzeptiert, hoffe ich. Hoch genug sind die Rückenlehnen ja. In diesem Gebäude befinden sich Duschen, aber nur Kaltwasser, Toiletten, Behinderten-WC, alles da und so sauber, dass man es nutzen kann. Fragt ihr euch, was das ist? Diese Bretter sieht man jetzt überall und hier kann man sie mieten. Bisschen Geld reinwerfen oder Karte vorhalten. Und ihr habt ein Brett, wo ihr vorne mit ins Wasser gehen könnt. Oder besser auf das Wasser, wenn ihr es könnt. Tolle Sache, habe ich noch nicht gesehen so. Ja, ihr habt das Schild gesehen, Wohnwagen sind hier nicht erlaubt. Wohnmobile hingegen werden akzeptiert. Tja, dann setze ich mich mal auf mein Fahrrad, fahre mal ein bisschen in die Gegend nach Palmse. Da gibt es ein Besucherzentrum, was vielleicht interessant ist. Und dann auf die Halbinsel, dort hinten links sieht man es nicht. Dort soll es auch schön sein. Und ich hoffe, das Wetter hält. Jetzt bin ich die 9 Kilometer nach Palmse geradelt. War ziemlich hügelig. Ich bin hier bei der Touristinfo. Tja, ein prächtiges Haus gibt es hier auch direkt. Das ist das frühere Gutshaus von Palmse. Danach ist dieser Ort benannt. Auch in Palme gibt es diesen Wohnmobilstellplatz. Näheres dazu wie immer in der Videobeschreibung. Auf dem Weg zurück stoppe ich immer wieder mal an solch schönen Orten. Hier sieht man es gut, der Radweg, den ich gekommen bin, von Palme. Bin jetzt wieder am Ostseeufer, dort hinten steht Carlo. Da ist Kesmo, wo ich hin will. Und da geht der Radweg weiter. Da bin ich angekommen, wo ich hin wollte. Einen Strand gibt es hier nicht, aber einen schönen Küstenstreifen. Ich bin noch ein Stück weiter, ganz nach vorne, bis ans Ende der Halbinsel. Und hier werden die Felsen noch mal etwas größer. Ganz schön mächtige Brocken. Die Fahrt zum Informationscenter in Palme hätte ich mir allerdings auch sparen können. Informationen gab es zwar nicht viele,
nur von diesem ehemaligen Gutshof. Da wurde man gut informiert, aber ich dachte, ich würde was vom Naturpark hier finden. Es ist immer noch ziemlich leer auf diesem Parkplatz hier. Ein paar PKWs, da steht noch ein Camper. Das war der zweite Morgen auf diesem Platz in Völso. Sieht doch gut aus hier. Inzwischen 4 Camper, die hier stehen. Totale Ruhe hier in der Nacht, außer den Mücken, die um mich rumsurren. Es geht weiter, verlassen wir diesen schönen Platz wieder. Ich fahre jetzt nach Alja. Angekommen in dem Fischerdorf Altja. Bin froh, dass ich das gestern nicht mit dem Fahrrad gefahren bin. Das zieht sich ja ganz schön hier hin. Schauen wir uns mal ein wenig um hier. Die Orte in Finnland sind etwas anders als wir Mitteleuropäer das kennen. Eine große Grundfläche, die Häuser aber weit verteilt. Nirgendwo gibt es so viele Findlinge wie in Estland, die von der Eiszeit zurückgeblieben sind. Hier sehen wir jetzt verlassene Fischerhäuser. Filmer und Fotografen, denen geht hier ein Herz auf. Wunderbare Motive. Was sagt ihr zu dieser Bank? Ja, hier bleibe ich. Denn dieser Blick ist da auszuhalten. Nur die Mücken, die werden immer mehr, so weiter ich in den Norden fahre. Es geht weiter. Verlassen wir das Land, fahren wir in die Stadt auf nach Tallinn. Danke für das Zusehen bis hierhin. Wir sehen uns in Tallinn.